Ja, herzlich willkommen zum Gratis-Video über natürliche Bewegung. Mein Name ist Sabine Schumacher und ich bin seit über 8 Jahren selbst Barfußläuferin. Barfußlaufen heißt für mich aber nicht, dass ich immer ohne Schuhe laufe, sondern ich bin die meiste Zeit auf Barfußschuhen unterwegs. Warum ist es so wichtig, dass wir lernen, wieder zur natürlichen Bewegung zurückzufinden? Deshalb zeige ich dir heute das wichtigste Geheimnis, wie du gelenk- und schmerzfrei bis ins hohe Alter dich bewegen kannst. In den letzten Jahren habe ich vor allen Dingen Menschen geholfen, die unter Gelenk-, Rücken- und Nackenschmerzen leiden. Und meistens sind diese Menschen schon bei vielen Therapeuten gewesen. Sie haben vielleicht auch schon Diagnosen hinter sich und keiner konnte ihnen so richtig helfen. Das Wichtigste ist, bei dieser natürlichen Bewegung, dass du vor allen Dingen zu einer Sache bereit bist. Du musst lernen zu üben und stetig dabei zu bleiben, denn du wirst merken, dass das neue Gang- und Laufmuster wirklich auch ein bisschen Zeit braucht, bis du es wirklich, sage ich mal, wie Intus hast. Ja? Du kennst dieses natürliche Bewegungsmuster aus deiner Kindheit. Du bist als Kind genauso gelaufen, wie du eigentlich heute immer noch laufen könntest, nämlich du warst eine genetisch angelegte Ballengängerin oder ein genetisch angelegter Ballengänger. Was bedeutet das? Dafür möchte ich dir folgende Übung zeigen, die du selbst erst einmal probieren kannst. Du stellst dich einfach gerade hin, nimmst deine Finger in die Ohren, steckst sie ganz tief rein und läufst einfach mal einige Schritte, wie du im Moment läufst. Das sieht bei den meisten Menschen so aus, dass sie über die Ferse abrollen. Und jetzt achte einfach darauf, was du in deinem Kopf bis in deine Schädeldecke hinein hörst. Du wirst es sicherlich schon bemerkt haben, dass du diesen Aufprall der Ferse auf dem Boden als Tok, Tok, Tok Geräusch und Aufprall bis in deine Schädeldecke hörst. Das ist das Laufen über die Knochenkette. Wenn wir einmal den Fuß betrachten, dann haben wir einen knöchernen Bereich und einen weichen Bereich, das ist der Ballen. Und die meisten Menschen, die laufen über diese Knochenkette, indem sie die Ferse zuerst auf den Boden bringen und dann so abrollen. Das ist genau der Grund, warum es zu Gelenkschmerzen, zu Rückenschmerzen, zu Kopfschmerzen kommt. Das Laufen über die Knochenkette überträgt sich von der Ferse auf die Knie, in die Hüfte, in die Wirbel bis hin zur Schädeldecke. Du hast immer wieder diesen lauten Aufprall, den du eben hörst, wenn du die Finger in die Ohren steckst. Jetzt möchte ich dir zeigen, wie du anders laufen kannst. Dazu betrachte bitte meine Füße und ich zeige dir, wie ich seit einigen Jahren unterwegs bin. Du wirst sehen, dass ich das klassische Abrollen über die Ferse nicht mehr praktiziere. Jetzt möchte ich dir erklären, was der Unterschied ist. Du läufst eben nicht wie über die Ferse, über die Knochenkette und schädigst damit deine Gelenke und deine Knochen, sondern du lernst über den Ballen, über den Vorderfuß sanft auf dem Boden aufzutreten und dann eben über die Muskelkette, Gelenk und Rücken schonend zu laufen. Ich komme noch mal einmal zurück zum Fuß. Du kannst es einfach üben. Du ziehst das Knie nach oben und jetzt lässt du den Fuß ganz locker und schüttelst ihn erstmal aus. Dann bringst du ganz langsam den Fuß auf den Boden und du wirst feststellen, dass du hier an dieser Zone des Ballens, an der Außenkante des kleinen Zehs, zuerst auf den Boden kommst, danach hier am großen Zeh aufsetzt und zum Schluss erst die Ferse aufsetzt.
Wichtig ist, dass du den Fuß nicht weiter hochziehst, so wie beim Fersengang, sondern dass du ihn locker hängen lässt, damit der Ballen zuerst den Boden berühren kann. Wenn du rückwärts läufst, wirst du bemerken, dass du den perfekten Ballengang eigentlich schon praktizierst. Auch wenn du über Mauern läufst, wirst du merken, dass du ganz natürlich, wenn du balancierst, über den Ballen dich bewegst. Und wieder zurück. Wie gesagt, wenn du rückwärts läufst, dann praktizierst du schon das natürlich angelegte Gangmuster. Ich möchte dir heute ein ganz besonderes Angebot machen für die Online-Ballengangschule. Normalerweise unterrichte ich den Ballengang nur live in Form von Einzelcoaching oder Gruppencoaching direkt vor Ort. Dieses Wochenende kostet normalerweise 180 Euro und wenn du daran teilnimmst, hast du vielleicht noch zusätzlich Fahrtkosten, Unterkunftskosten, Verpflegungskosten, sodass du meistens zwischen 200 und 300 Euro ausgibst, um an diesem Seminar teilzunehmen. Aus diesem Grund habe ich die Online-Ballengangschule für dich entwickelt, weil du überall von zu Hause aus die Videos schauen kannst und in deinem Tempo den Ballengang erlernst. Du hast also ein ganz großes Nutzen von diesem Videokurs. Du kannst die Videos immer wieder unbegrenzt anschauen. Die Videos stehen dir jahrelang zur Verfügung. Du kannst auch sagen, du hörst 6 Monate auf und steigst dann wieder ein. Du kannst also jederzeit auf diese Videos zugreifen und den Ballengang praktizieren. Der Wert der Online-Ballengangschule ist momentan auf 57 Euro ausgerichtet und ich möchte dir heute einen ganz besonderen Einführungspreis geben. Dieser Einführungspreis ist allerdings auf sehr, sehr kurze Zeit limitiert und deshalb rate ich dir, dir ganz genau zu überlegen, ob du heute diese Online-Ballengangschule in dein Leben einladen möchtest. Was hast du von dieser Online-Ballengangschule? Du lernst ganz viel über die Theorie und Praxis des Ballengangs. Du lernst, wie sich das Fußgewölbe und damit auch die Körperstatik wieder neu entfaltet und ausrichtet. Du lernst, wie du ganz vital und flexibel bis ins hohe Alter gelenk- und rückenfreundlich läufst. Du lernst, wie du eine Alternative schaffen kannst zu herkömmlichen Nordic Walking Marschierens bis hin zu gelenk- und rückenfreundlichem Tara Running bzw. Ballengang Joggen. Alle diese Videos bekommst du unbegrenzt zur Verfügung gestellt. Normalerweise kosten diese Videos 57 Euro und werden auch im Laufe dieses Jahres auf diesen Preis angehoben. Für sehr kurze Zeit möchte ich dir den Einführungspreis von nur 37 Euro zur Verfügung stellen. Und dieses Angebot kommt wirklich von Herzen. Denn ich möchte sehr viele Menschen erreichen, dass sie diesen Ballengang erlernen, um in ihre natürliche Bewegung zurückzufinden. Deshalb zögere nicht und greife noch heute dieses Angebot für dich auf und sichere dir den Zugang zur Online-Ballengangschule für nur 37 Euro. Ich freue mich darauf, dich später im Kurs zu begrüßen. Klicke jetzt einfach unter dieses Video auf den Zugangslink, wo du dann weitergeleitet wirst auf eine Seite, wo du die Online-Ballengangschule erwerben kannst. Ich freue mich auf dich. Bis später.